Herr Minister Darabos, wie schlecht geht es im österreichischen Bundesheer wirklich? Es geht im österreichischen Bundesheer nicht so schlecht, wie das Kritiker darstellen möchten. Wir haben ein Budget von über 2 Milliarden Euro. Und es kommt darauf an, dass man dieses Budget auch so einsetzt, dass es effizient ist. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg. Wir können aber allen Aufgaben, die dem Bundesheer gestellt werden, gerecht werden. Vor allem im Katastrophenschutz, was ganz wichtig ist für Österreich, aber auch bei den Auslandseinsätzen und beim hoffentlich theoretischen Fall der Landesverteidigung. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel investiert, 2 Milliarden Euro in 3 Jahren. Das ist ja nicht wenig, das ist ein sehr hoher Betrag und man kann sagen, dass wir allen unseren Aufgaben, die wir gestellt bekommen, auch gerecht werden können. Nun sollten bis 2014 530 Millionen Euro eingespart werden. Das ist ja doch eine hohe Summe. Welche Maßnahmen werden hier getroffen? Naja, es ist so, es ist nicht ein Einsparungspotenzial, sondern es gibt keine Steigerung um diesen Betrag, wie es ursprünglich vorgesehen war. Das heißt, wir steigern schon immer im Gegensatz zum jeweiligen Vorjahr. Aber es ist richtig, wir werden im Beschaffungswesen Dinge zurückstellen müssen, die aber nichts von der Qualität zum Beispiel unserer Auslandseinsätze oder unserer Katastropheneinsätze ändern werden. Wir werden weniger Lastkraftwagen ankaufen können, wir werden später bei den Hubschraubern Erneuerungen durchführen, aber nicht auf Kosten der Sicherheit, sondern nur ein Zeitfenster sozusagen einsammeln. Und grundsätzlich habe ich den Generalstab beauftragt, bis 30. April ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Und dieses Gesamtkonzept werde ich dann auch der Öffentlichkeit präsentieren. Ich halte nichts von Einzelmaßnahmen, die wir in der Öffentlichkeit diskutieren müssen. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass keine neuen Fahrzeuge mehr angeschafft werden können. Das heißt aber, dass 1000 Fahrzeuge österreichweit gestrichen werden. Wie funktioniert das? Es ist so, dass das eine Idee ist, dass wir weniger Fahrzeuge haben. Auch das geht nicht um die Qualität. Wir haben jetzt über 100 Panzer beispielsweise. Wir sind aber nicht mehr im Kalten Krieg. Das heißt, man kann auch einige Leistungen zurücknehmen, ohne dass die Qualität leidet. Wir können aber Fahrzeuge noch anschaffen. Wir schaffen ja derzeit auch Dingos an oder Mehrzweckfahrzeuge. Nur Dinge, die man in Hochkonjunkturzeiten sich anschafft, die vielleicht für die Zukunft geplant sind, kann man jetzt dann nicht mehr kaufen. Das ist aber noch einmal gesagt, kein Qualitätsverlust, sondern wir sparen da auf sehr hohem Niveau, möchte ich sagen. Nun stand das Bundesheer in der jüngsten Vergangenheit wegen der desolaten Zustände der Kasernen unter Kritik. In Vorarlberg ist das ja nicht der Fall. Was macht der Rest von Österreich anders als Vorarlberg? Auch da ein offenes Wort. Es gibt natürlich Kasernen wie beispielsweise die Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg, wo es noch Schlafzelle mit 36 Personen gibt. Es gibt aber auch andere Kasernen, wo 4-Bettzimmer bereits realisiert worden sind, wo wir beispielsweise in Bruckneudorf im Osten Österreichs jetzt 12 Millionen Euro investiert haben. Wir bauen Musterkasernen aus. Es ist ja nicht so, dass da nichts passiert, insgesamt 300 Millionen in einem Jahr nur, was Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur betrifft. Und es ist so, dass Vorarlberg hier nicht betroffen ist im negativen Sinn, weil Vorarlberg ja 2 Kasernen hat und diese beiden Kasernen sind relativ gut auch von der Infrastruktur aufgestellt. Das ist natürlich überschaubar im Vergleich zum restlichen Österreich. Und die Reformmaßnahmen, die im restlichen Österreich derzeit erst umgesetzt werden müssen, sind in Vorarlberg schon in den Jahren 2004 und 2005 umgesetzt worden. Das Stichwort Auslandseinsätze ist auch schon gefallen. Daran gibt es nichts zu rütteln, sagen Sie. Wie sieht das aus? Ein Libanon-Einsatz ist geplant. Werden hier eventuell Einsparungen getroffen? Nein, es hat beim Libanon-Einsatz ist es eine politische Entscheidung, ob wir in den Libanon gehen oder nicht. Ich bin der Meinung, dass man das sehr genau überlegen muss. Unser Schwergewicht liegt auf dem Westbalkan, im Kosovo und in Bosnien. Und ich tendiere eher, dort auszubauen, als eine neue Mission zu beginnen. Das hat weniger mit finanziellen Ressourcen zu tun, als mit der politischen Zweckmäßigkeit. Wir sind am Balkan politisch und sicherheitsmilitärisch und sicherheitspolitisch wahrnehmbar. Und das möchten wir ausbauen und nicht eine neue Mission beginnen. Wir haben ja eine große Mission jetzt beendet, die Tschad-Mission. Habe ich auch gegen Widerstände durchgesetzt. Und eine Libanon-Mission halte ich aus jetziger Sicht für Österreich nicht für unbedingt prioritär. Abschließend noch eine Frage. Werden unsere Kampfpiloten in Zukunft im Ausland trainieren müssen? Wir haben den Eurofighter gekauft. Es ist richtig, dass man, bevor man auf den Eurofighter kommt, auf einer niedrigeren Basis auch üben muss. Sie sprechen von den Saab-Flugzeugen? Wir haben die Saab 105, die sind noch einige Jahre einsatzfähig. Aber dann muss man sich überlegen, ob nicht auch Leasing-Varianten beispielsweise beziehungsweise innovative Lösungen wie auch Training im Ausland die sinnvollere Variante sind. Das ändert aber nichts an der Qualität der Ausbildung und ich bin der Meinung, dass man hier auch vom Standesdenken sich verabschieden muss, auch bei den Fliegern.
und die zweckmäßigste Lösung, auch die finanziell beste Lösung akzeptieren wird.